So. Auf ins nächste Gebiet. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt endlich mal bis zum Ziel. Und eine Werkbank. Aber ich glaube, so viele Teile haben wir gar nicht gesammelt. Das lohnt sich, glaube ich, nicht wirklich, aber naja. Schauen wir mal. Gucken wir gleich. Mal schauen, ob hier noch ein paar Teile sind. Da ist noch eine Munition, die wir nicht brauchen, aber ein paar Teile. Oh, sehr gut, 16 Stück. So, das sollte jetzt vielleicht schon mal für ein Upgrade reichen. Frage ist, was nehmen wir? Oh, wir können für alles. Oh. Pumpgun. Stabilität. Schaden ist natürlich geil. Nehmen wir Stabilität, Nachladegeschwindigkeit oder Schaden. Oder nehmen wir Feuerrate, Kapazität. Schaden, Zielfernrohr ist natürlich auch nicht schlecht. Stabilität. Feuerstoß. Na, Feuerstoß ist nicht so... Kapazität wäre vielleicht nicht verkehrt. Stabilität. Nachladegeschwindigkeit. Oh. Ich glaube, ich wäre hier für Schaden. Wie viele Teile brauchen wir dafür? 60. Stabilität. Machen wir mal Schaden. Ach so, ja, okay, klar. Natürlich hat's... Tock, tock. Okay, alles klar. Hm. Okay, gut, ja, ist okay. Tock, tock. So, auf wie du dauernd Gewehrmuni liegen lässt, muss... auf wie du dauernd Gewehrmuni liegen lässt, muss... Wäre mehr Muni-Kapazität wohl angemessen für das Gewehr. Ja, sicherlich. Klar, habe ich auch gerade dran gedacht. Aber letztendlich gehe ich immer auch so ein bisschen davon aus, mit welchen Waffen spiele ich am meisten. Mit dem Sturmgewehr spiele ich gar nicht mal so sehr oft. Mit der Pumpgun spiele ich dann doch so ein bisschen öfters. Was ist das denn? Schulterkugel? Ach, ach ja, dann können wir wieder eine Waffe mehr tragen, beziehungsweise ein bisschen mehr und besser und überhaupt und generell. So, Gewehrholster. Ich finde das sowieso merkwürdig, dass wir eben nur 4 Schuss mitschleppen können, aber es hat mich auch schon bei Ellie schon gewundert. Da oben geht's lang. Ja, okay. Hier liegt doch noch was. Da ist also ein Klicker. Ich würde fast sagen, dass der da hinten, das wird sicherlich ein Runner sein, schätze ich mal.
Jetzt kommst du rein zufällig hier. Was für ein Zufall. Oh, ja, das war doof. Ich habe mir gar kein Messer. Schön. Scheiße. Wir haben ja kein Messer und keine Nahkampfwaffe. Dann wird das ja auch nix. Das heißt, wir können sowieso gleich erstmal sehen. Pumpgun. Scheiße. Das war natürlich doppelt kacke gerade. War da auch noch irgendjemand, oder? Da ist auch noch einer da. Ah, weißt du was? Das sind, glaube ich, diese anderen Viecher, die sich verstecken. Diese Drecksviecher. Aber die kann man nämlich auch nicht erhorchen. Ich glaube, das sind wieder diese komischen... Da, guck. Siehst du? Da ist wieder so einer. Da. Die hasse. Die hasse ich auch alle. Ich hasse sie alle. Ja, warte mal. Komm mal gleich. Ich die hasse, ne? Weil die beobachten einen nämlich die ganze Zeit. Die kleinen Schweinepriester. Also von wo? Bräuchte mal. Warte mal, wir machen das mal anders. Machen das mal anders. Ich hoffe, das funktioniert. Zwei Schuss habe ich noch. Ich glaube, hier sind noch ein paar mehr, habe ich so das dumpfe Gefühl. Wo seid ihr denn?
Davon ist das Viech jetzt gestorben, von so einem kleinen Schubser oder was? Ich glaube, das war's. Das hört sich an, als wenn da noch 3 Milliarden von den Viechern warten. So, dann gucken wir uns hier mal ganz kurz um. Ich glaube hier aber. Ich glaube aber nicht, dass hier noch was Großes rumliegt. Die haben ja alle nichts liegen lassen, die kleinen Bagaluten. Sind mir tierisch auf die Klöden gegangen, aber lass nichts fallen. Aber diese Jagdpistole war eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also mit ein, zwei Schuss kannst du die Gegner dann weggepflügt. Das ist schon ganz nett. Ich kann nur mal bei dem Viech da vorne gucken. Hat natürlich auch nichts fallen lassen. Mann, die sind aber auch knauserig mit dem Material. Kann doch mal ruhig ein bisschen was fallen lassen, die, für die arme Abby. Ist da noch was? Liegt da irgendwas drauf? Oh ja. Brav. So, da haben wir nachgeladen, da ist alles, da ist auch alles nachgeladen, wie prima best. Weiter. Hat sie jetzt die Münzen mitgenommen oder nicht? Doch, hat sie. Irgendwie leckt das gerade so ein bisschen. Okay. Wollte ich aber eigentlich noch gar nicht mal. Tut mir leid, ich muss leider nochmal runter. Weil das Areal war an der Stelle ja noch ein bisschen größer, glaube ich. Da würde ich mich ganz gerne nochmal etwas umschauen wollen. Weil so viel Munition haben wir nicht dabei, als dass ich das jetzt alles liegen lassen wollen würde. Oder ging es da nicht weiter? Ich glaube, da ging es gar nicht weiter. Nee, ich glaube, da geht es gar nicht weiter. Ich dachte, hier ging das nochmal irgendwo lang. Hätte ich gedacht, aber nö, anscheinend nicht. Hier vielleicht? Ja. Doch, hier liegt noch was. Ja, siehste. Siehste, und schon liegt da was. Manchmal lohnt es sich doch mal, in manche Ecken reinzugucken. So. Dann können wir auch mit ruhigem Gewissen noch da oben hinlatschen. Aber hier ist auch noch was. Ah, ne. Das war der Weg, den wir eh gehen sollten. So, komm, Abby. Natürlich. Warum soll es auch mal einfach sein? Warum soll auch einfach mal ein Weg einfach sein? Natürlich muss an der Stelle wieder was abbrechen. Ist ja wieder klar. Das Spiel gönnt uns nichts. Du, gar nichts gönnt uns das Spiel. So, warte, ich liege noch, Material. Da geht's auch gleich weiter. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Das war ja wieder klar, dass wir uns wieder irgendwo durch die Katakomben durchprügeln müssen. Nein, 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 nicht Hornerspringen.
Und jetzt? Ich soll da jetzt nicht reinspringen, oder? Oder sollen wir da rüber schwimmen? Na gut, dann springen wir halt darüber. Oh, Geronimo! Warten, bis die Flut kommt, ja. Ebbe wäre ein bisschen schöner hier. Na. Gucken, wie viele Infizierte hier sind. Oh, ein Brief. Und wir kriegen Pfeil und Bogen wahrscheinlich. So, Will. Ich lege mich jetzt hin. Trotz der ganzen Aufregung vorhin macht mich diese Grippe total schlapp. Bitte lass mich ein paar Stunden schlafen. Vielleicht werde ich sie dann wieder los. Unser kleines Bienchen habe ich auch schon ins Bett gebracht. Ich glaube, die ganze Brutalität hat sie ziemlich erschüttert. Sie hat gefragt, Mama, warum hat ihr diese... Was? Warum habt ihr diese Leute geschubst? Na, geschubst haben sie wahrscheinlich nicht nur. Warum habt ihr diese Leute geschubst? Ich habe gesagt, dass wir uns nur so an Bord... Dass wir nur so an Bord kommen konnten. Sie hat genickt. Aber ich glaube nicht, dass sie das alles versteht. Vielleicht hätte ich etwas anderes sagen sollen. Ich weiß es nicht. Naja, wenn sie vor mir aufwacht, lies mit ihr ein paar von ihren Büchern. Das scheint sie zu beruhigen. Hoffentlich konntest du das Rationsproblem lösen. Ich liebe dich, Quinn. Und da ist ein Pfeil dran. Das heißt, wir kriegen gleich... Pfeil und Bogen. Und deswegen war wahrscheinlich die kleine Übungseinheit vorhin auch da. Obwohl wir das ja eigentlich nicht gebraucht hätten, weil mit Ellie haben wir das ja eh schon gelernt. So. Mutmaßlich. So, machen wir nochmal ein paar Messer. Haben wir auch mal wieder ein bisschen Nahkampf. Und alle mit Kopfschuss. Oh, Pillen sind noch da. Ach, ja gut, deswegen alle mit Headshot, ne? Schweine. Naja, wenigstens ein einigermaßen nicht angenehmer Tod, aber naja, das ist was ich meine. Eine Armbrust, Alter, ich krieg gleich. Ja. Eine Leisure-Armbrust. Ja, dann wollen wir die gleich mal ausprobieren, oder? Oh, ich liebe diese Waffe jetzt schon. Oh. Warum haben wir nicht gleich eine Armbrust? Also ich glaube, sollte irgendwann mal eine Zombie-Apokalypse. Sollte irgendwann eine Zombie-Apokalypse kommen. Eine Armbrust ist mit eines der ersten Waffen, die ich mir holen werde. Wenn ich denn überhaupt so weit komme. Aber ne, gesetzt dem Fall, dass es so sein wird, dann Armbrust. Armbrust. Immer Armbrust. Freudenpipi in den Augen. Genau. Danke für Ihre Hilfe mit den infizierten Passagier. Wir können von Glück reden, dass wir jemanden mit Ihrer Ausbildung und Ihrem Mut an Bord haben. Meine Mannschaftskameraden sind nutzlos und ich halte nichts davon, dass der Kapitän weiterhin die Waffen wegschließt. Wir können doch nicht einfach ignorieren, dass sich an Bord dieser Fähre infizierte Passagiere befinden.
Der Waffenraum ist auf dem obersten Achterdeck. Die Kombination ist 90. 90, 77, 01. Ihre Armbrust ist dort. Ich vertraue Ihnen in dieser Sache. Ja gut, aber wenn wir jetzt schon die Armbrust haben, dann naja, wird da wahrscheinlich gar nicht mehr so viel drin sein. Und du denkst, du könntest wirklich so gut mit einer Armbrust schießen? Na, was heißt, ja, also mit Übung natürlich, ne? Also natürlich will ich schon ein bisschen üben. Das ist ja klar. Ich sage ja nicht, dass ich auf einmal mit einer Armbrust schießen kann. Das ist halt alles Übungssache. So wie so viele Sachen. Kann ich mir eigentlich auch Pfeile craften? Nee, also noch nicht. Ja, machen wir jetzt 50% Heilung plus. Oder machen wir noch erhöhen die maximale Gesundheit? Das würde ich nämlich auch nicht so schlecht finden. Lass uns mal das versuchen. Irgendjemand ist hier doch noch am... 1, 2... Ach, du grüne Neune. So, auch hier räumen wir erstmal ein bisschen auf und dann looten wir noch ein bisschen rum. Wobei ich mal glaube, dann ist auch noch einer, okay. Aber wir holen uns erstmal den da hinten. Die Frage ist nur, ist es ein Runner oder ist es ein Klicker? West Virginia. So, da hinten steht noch einer und da müsste auch noch einer sein. Eigentlich müssen das noch zwei sein. Ach, da hinten steht ja auch noch einer, alles klar. Ich glaube, das ist ein Klicker. Kriegen wir die von hier oben? Ah, wir kriegen die von hier geknackt, schade. Was können wir dann mal herstellen? Rohrbomben oder Medikit? Ich werde das mal Medikit machen. Dann loote ich erstmal auf der Seite noch, falls hier noch was über ist. Oh, das hat nicht, ist das nicht der Tresor? Nee, das ist ein Werkzeugschrank. Okay. So, du läufst darum, du krepelst da hinten irgendwo rum.
Einer muss da noch sein. Und den Tresor müssen wir natürlich noch finden, aber das ist auf dem Oberdeck, also da müssen wir wahrscheinlich noch eine Etage latschen. Und der letzte ist hier irgendwo, ne? Dann, ja. Den sollten wir eigentlich auch ganz entspannt eigentlich noch dezimiert kriegen. Wo stehst du denn? Du bist ein Runner, okay. Oh, das kriegen wir hin. Alles gut, alles gut. Du hast es gleich hinter dir. Ja, alles fein. Knick, knack. Und das war's, ne? Ist da noch jemand? Die sagt aber, nichts von ist okay oder so. Also müssten ja eigentlich noch Zombies sein. Infizierte sein. Ja, anscheinend, ne? Wenn erstmal einer infiziert ist, dann sind alle infiziert. Ah, scheiße. Da läuft einer, da läuft einer. Das ist ein Runner, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da war auch gerade ein Dicker, oder? Da läuft auch noch ein Runner. Ich glaube, da ist ein Dicker da hinten. Nein, ich glaube, da ist tatsächlich noch ein Dicker. Da vorne ist ein Klicker. Noch ein Runner. Schemmler, ja, ein Schemmler ist ja auch noch. Wir hätten auch noch. Einmal sprengen können wir ihn. Müssen wir sonst die Pumpgun gleich rausholen? Oder das Sturmgewehr? Erstmal alles wegmachen. Erstmal alles wegmachen, erstmal aufräumen. Da läuft noch einer, da ist noch ein. Da ist ein Klicker. Da ist der Chambler, alles klar. Da ist der Klicker. Da komme ich nicht dran vorbei. Ich glaube, ich nehme sonst erstmal gleich das Sturmgewehr.
So, wir holen uns erstmal den, dann holen wir uns den Klicker, dann machen wir schon die andere Seite. Und last but not least machen wir dann den. Du merkst es nicht, du merkst es nicht, Schemmler. Nein, du bist ganz ruhig, du bist ganz entspannt. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Was war das denn gerade? Scheiße. Scheiße. Plonk. Was? Achso. Oh, das war ja dann auch noch relativ entspannt. Was? Aber einer muss. Ja. Ja, okay. Puh, da hätte ich jetzt. Ja. Gut, dass wir schon ein bisschen dezimiert hatten, weil sonst hätte ich Probleme gekriegt. Gott. Ach Gott. 90. 90. 77. Ups, das war ein bisschen viel. 77 und 01. Und was zum Lernen. Diesen. Improvisierte Waffen und terroristische Taktik. Kampfvorschrift. Identifizieren, kontern, vernichten. Das ist was für mich. Department of Federal Disaster Response Agency. Neuer Verbesserungszweig Aufrüstung. Okay. Aufrüstung ist geholt. Heißt allerdings auch für uns, dass da noch mehr kommt. Noch mehr beschissene Situation. Gut. Ja, hier nochmal kurz durchrushen. Kurz durchrushen. Ob hier noch was Feines sich versteckt. So, hier ist alles gut. Da können wir nochmal rein. Aber da eigentlich dürfte hier auch nichts mehr sein. Hier vielleicht? Auch nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Hier wahrscheinlich auch nichts. Nope. Gut. Der Chamler hat wahrscheinlich auch nichts fallen lassen, ne? Achso. Chambi, hast du was fallen lassen? Mein Freund. Ja, hat er zwar schon, aber können wir nicht mehr aufnehmen. Ja, das können wir nicht aufwerten. Da haben wir keine Messer mehr. Das ist natürlich auch noch doof. Keine Sprengsätze mehr. Und da fehlen noch zwei Pillen. Na, ich werde wahnsinnig. So viel guter Stuff ist verdächtig. Nur so viel guter Stuff war jetzt ja auch nicht. So, Granaten. Auf jeden Fall, falls immer noch ein paar Chamblers kommen. Und ansonsten, nope. Zwei Pillen hätte ich noch gebrauchen können. Ach, hier ist noch ein Brief. Den wir auch noch mal vorlesen. Oder auch nicht. 2.10.13, 8:20 Uhr, aus San Diego ausgelaufen, Kurs auf Vancouver gesetzt. Mehrere Gruppen, die während des Beladens an Bord wollten, wurden gewalttätig, aber die Evakuierung war erfolgreich. 35 Seelen an Bord. Kapitän AJ Melidor hat das Kommando. 3.10.13, 14:50 Uhr, zwei Passagiere klagen über Seekrankheit. Wir haben eine improvisierte Krankenstation auf dem untersten Deck für sie eingerichtet. Naja, Seekrankheit. 4.10.13, 13:38 Uhr, Funkkontakt zum Hafen Vancouver, gute Neuigkeiten, bisher keine Infektionsanzeichen bei den dortigen Einwohnern.
5.10.13, 37, Passagier Barnes ist aus der Krankenstation verschwunden. Die Mannschaft ist ausgeschwärmt, um ihn zu suchen. 5.10.13, 14.50, Passagier Barnes wurde gefunden. Er ist nicht seekrank, sondern infiziert. Ja, es ist ja nicht so, dass ich es nicht gesagt hätte. Passagierin Josephine Roberts griff ein und drängte ihn es über Bord. 5.10.13, 19.05, habe Miss Roberts Forderung, alle Anwesenden nochmals zum Schiffarzt untersuchen, vom Schiffarzt untersuchen zu lassen, abgelehnt. Wir haben ohnehin nicht die passenden Scanner. Ihre nachfolgende Forderung, die Waffen aushändigen, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ich werde nicht zulassen, dass uns Paranoia in eine Katastrophe führt. Enden. Oh Gott, geht weiter. 6.10.2013, 18.35 Uhr. Trotz ihrer Proteste wurden weitere Passagiere, die über verschiedene Beschwerden klagten, Kopfschmerzen, Magenverstimmung, Schwindel vorübergehend in der Krankenstation unter Deck unter Quarantäne gestellt. 6.10.13, 20.17 Uhr. Seattle in Sicht. Verschiedene Funkkanäle werden wegen Tankstopp ausprobiert. Keine Antwort. Wir fahren weiter. 6.10.13, 21 Uhr. Alle Personen auf der Krankenstation wurden umgebracht. Diese Leute waren nicht infiziert. Das war kaltblütiger Mord. Niemand wird von Bord gehen, bis der Schuldige gefunden ist. Deswegen haben wir die Armbrust. 6.10.13, es war Roberts, wie ich vermutet hatte. Wir haben aufeinander geschossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie überlebt. Wenn ich dieses Ding rausziehe, verblute ich wahrscheinlich in wenigen Minuten. Ich werde auf die Küste zusteuern, damit alle an Bord an Land gehen können. Der Hafen ist nah. Ich muss durchhalten. Ich kann Infizierte vor meiner Tür hören. Hatte sie recht? Natürlich hatte sie recht. Anscheinend. Ja, was für ein Chaos. Das ist wohl wahr. Oh.